Hallo und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, wir starten heute mal hier so im Menü drin, weil nämlich, wo ich nämlich die letzte Folge beendet hatte, kam nämlich schon der nächste Eulenpost und deswegen habe ich schnell auf Pause gedrückt ins Menü rein, dass wir uns das wenigstens gemeinsam anhören können. Und dann würde ich sagen, das tun wir jetzt auch. Natty erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Okay, kommt jetzt noch mehr? Sie hört auch noch irgendwas von uns? Hallo, bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Ich werde mehr erklären, wenn Sie da sind. Professor Wiese. Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Die erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Professor Wiese, das hat man doch schon, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Bin ich jetzt blöd? Egal, wir gucken erstmal auf die Karte. Ich glaube, wir können ja noch Zeug entzaubern. Oder halt, was heißt entzaubern? Wir können ja noch Zeug freigeben, also ja, erkunden. Hier, ja. Wie nennt man es denn? Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Okay. Wie nennt man das denn hier? Erkunden oder identifizieren? Ja, Ausrüstung identifizieren. Okay, da haben wir eins bekommen. Wahnsinn. Okay. Huch. Geht schon wieder super los. Das ist alles schlechter, okay. Das hat plus 4. Da müssten wir gucken, ob wir diesen grau-weißen, schwarz-weißen Schalter, ob wir den noch ein bisschen pimpen können, sag ich mal. So viel haben wir ja gar nicht bekommen. Wir haben einen Haufen Spitze, sag ich mal. Wo war er? Der war hier. Fell eines Mondkalbs fehlt uns. Okay, da müssen wir nochmal schnell raus. Da holen wir uns mal noch schnell Fell eines Mondkalbs. Haben Sie einen Moment? Ich möchte von einer Idee erzählen. Ich würde sagen, wo sind meine ganzen Tiere hin? Ich wollte schon sagen, hat die irgendjemand geklaut? Warte mal. Wie es guckt. Wie es zu mir gelaufen kommt und grinsen tut. Also kann ich denn bei der Kröte nichts sammeln? Die kleine Miese, die. Ja, das wissen wir doch schon. Alles gut. Nein, halt. Sammeln. Wie es guckt. Nein. Warum kann ich aber von der Kröte nie was sammeln?
Haben wir dir vielleicht noch nichts zu essen gegeben? Ne, von der kriegt man nichts. Okay, sehr mysteriöse Sache. Warte mal, die wollte ja noch was von uns, gell? Dieg, mein Freund, wo bist du? Dieg? Ach, hier steht er doch. Was geht, mein Freund? Hallo, Dieg, du wolltest mich sprechen. Hallo, Dieg. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Dieg dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Also züchten, naja. Das ist okay, wir machen etwas, würde mir gefallen. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Dieg schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein Paar in der Nähe? Dieg hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Dieg. Okay, die Testrale habe ich doch. Die haben wir doch schon gesammelt, oder bin ich jetzt blöd? Sind die doch, ne? Testrale, ja. Wir haben doch Männlein und Weiblein. Wir haben da sogar mehrere. Da müssen wir sowieso gucken, dass wir noch ein paar verkaufen, weil wir wollen ja nicht von jedem alles doppelt und dreifach haben. Und deswegen würde ich sagen, wir machen als erstes mal nach Hogsmeade. Gehen zum Tierbedarf, das müsste hier sein, gell? Schnabel und Brot, genau. Da gehen wir jetzt erstmal voll motiviert dahin. Verkaufen da? Wir sind doch schon da. Was ist los mit dir? Halt. Müssen wir dann nicht hier rein? Jo. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Wo siehst du hier eine Kröte? Oder Krötenhaut? Hier ist doch nichts. Du Lügnerin. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Das wird sich noch zeigen. Wir bräuchten Knie. Nee, oder? Naja, egal. Warte mal, wir gucken erstmal. Hier haben wir zweimal die gleichen. Da kann einer weg. Haben wir jetzt die Testrale? Haben wir jetzt dreimal? Okay, warte, das ist so. Warte mal, da tun wir einen davon weg. Hier haben wir. Pass auf, wir tun einmal den weg.
Es wären halt sonst einfach zu viele, gell? Wenn ich die zwei vielleicht lasse? Ich meine, es bringt mir nicht, die Person und die zu poppen lassen, weil die sehen ja... Ja, was hieß poppen zu lassen? Ihr wisst schon, was ich meine. Dass da... Weil die sind ja dann die gleichen, ist ja die gleiche Farbe, deswegen wäre es ein bisschen doof. Da haben wir den hier und da haben wir den, da verkaufen wir den. Wenn wir das sagen, ich weiß halt immer noch nicht, welchen Knuddelmuff ich rausgetan hatte. Riesige lila Kröte, jetzt weiß ich nicht, welche wir draußen haben. Ich glaube, da haben wir ja auch Männlein und Weiblein aber draußen. Bin ich mir jetzt aber nicht gerade, bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber ich meine, den Hippogreifen, wir haben ja schon unseren Weißen, wir haben ja schon unsere Wolkenschwinge. Weiß ich nicht, ob wir noch einen Weißen brauchen. Ich weiß auch gar nicht, ob man doch, ich glaube, die können wir raus tun, oder? Ja, ist egal, wir lassen den erstmal. Sie können gerne wiederkommen. Das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Okay. Wir sollen... Warte mal, was sollen wir denn jetzt überhaupt machen? Warte, wir wollten das Schatten der Entdeckung? Nein. Genau, kaufe eine Zauberanweisung für das Zuchtgehege. Da kaufen wir das, dann verkaufen wir nämlich gleich als Hogsmeade? Die ganzen Klamotten gleich noch, die wir haben. Die verkaufen wir dann noch mit. Die ganzen Klamotten verkaufen wir dann gleich noch mit. Und genau, auch hier drin wäre auch noch eine Mission, sehe ich gerade. Naja, scheißegal. Scheißegal, wir machen erstmal das. Ich fragte mich schon, wann wir uns wiedersehen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ich habe sehr viel Spitze für dich, mein Freund. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das muss alles raus, das muss alles weg hier. Dass man aber auch nicht mehreres markieren kann und dann verkaufen kann. Warte mal, ich brauche, was ich sowieso brauche, Zauber, T-förmige Tränkestation. Perfekt geeignet, um alle drei Brauwünsche zu erfüllen. Um alle deine Brauwünsche zu erfahren. T-förmige Zauber, mittelgroße Tränke, das sind dann glaube ich zwei. Ich mit fünf kleinen Töpfen. Ich werde erstmal die hier holen. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ein Pflanztisch mit rein. Dungkomposter. Hüpfender Topf. Pflanztisch mit großem Topf. Schneidestation. Ja, ja, ich weiß, das blinkt hier. Hier ist ein Spielzeugkiste. Nichts ist schöner als genau das... Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber hier. Mit den Testralen zurück zu Diek. Hier wäre es ein Fütterer. Können wir doch machen, warum nicht, ne? Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Das wird sich noch zeigen. Irgendwann mal. Irgendwann bei schlechtem Wetter. Warte mal, wir gehen als erstes mal hier hin. Wir holen uns einfach mal die. Genau.
Man sollte ja noch das beigebracht werden, gell? Das hat mir auch Bombarda. Wir nehmen die, da ist noch eine kleine Pflanze mit oben drauf, die sieht ganz cool aus. Okay, Dick, mein Freund, wir haben alles. Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen sie mit Deke, wenn sie fertig sind. Mache ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Und es wird noch größer, ich geh kaputt. Deke staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Deke von Ihrer Zucht. Irgendwann ist man doch hier komplett überfordert, weil das doch immer mehr wird, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo hier was ist. Sieht aber ganz schön düster hier aus, he? Ein Zuchtgehege. Nutze das Zuchtgehege für die Testralzucht. Lasse Tierwesen frei, um sie zu züchten. Tierwesen können im Hochland gerettet werden. Tierwesen handhaben. Da bist du. Du kannst Nachkommen jeder Art züchten, von der du einen Menschen und ein Weibchen aktiv im Tiergehege hast. Aber wir haben doch ein weißes und ein schwarzes. Wie komme ich denn hier jetzt wieder zurück?
Reit in 30 Minuten. Cool, oder? 30 Minuten, ja gut, das können jetzt nur dauern. Revelio. Wie komme ich denn hier hoch? Ich kann doch nicht fliegen. Okay, so ein paar Gewürzgurken einsammeln. Ist aber ganz schön düster hier, ne? Ich meine, für Testrale vielleicht ein schöner Ort, so dieses Düstere, aber jetzt, wenn ich kann doch hier nicht andere Tiere hier. Und dieses Düstere hier, die kriegen doch einen Schreck. Da kriegen doch die Nachkommen, die da rauskommen, die Babys, die kriegen doch einen Schreck. Die erblinden doch sofort, wenn die das hier sehen. Ich muss auch mal gucken, ob ich hier draußen was hinstellen kann. Ja, da sieht aber einiges schöner aus, muss ich doch sagen, oder? Ja. Okay, hier kann man ja wirklich noch einiges hinstellen, das ist ja wirklich krass. Steine, was sind das denn? Kürbisbeet. Kann man ja wirklich, Alter. Was man hier für die hinbauen kann? Alles. Das geht auf einmal. Es ging doch gerade, Mensch. Ich mag aber nicht halt alles so hier in der Mitte klatschen. Ich will mir lieber was an den Rand stellen, so. Oh, sowas regt mich auf, wenn es nicht geht. Aber wo ist denn hier der Platz hier behindert? Ich verstehe das nicht. Nur weil die Tiere hier rumliegen, oder was? Echt nur weil die Kröte da drinnen liegt, geht das nicht.
Da haben sie gleich noch eine Spielzeugbox. Öffnen. Okay, das ist es nur. Haben wir da immer bloß ein oder was? Ich würde doch da verständlich nicht mehr. Warte mal, da müsste ich ja. Das nistet schon. Ach so. Das ist schon voll dabei. Das geht schon voll ab, das ist. Da kommt so ein ganz schwarzes raus, oder? Oder so eins, ne, keine Ahnung. Ist schon ein bisschen komisch, ja. Aber ich meine, ihr Futterzeug haben sie ja hier, da können sie ja fressen normalerweise, ne? Das hoffe ich doch zumindest, dass sie dann da rangehen. Ich hoffe, dass sie da rangehen und da fressen. Ich habe keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Okay, da brauchen wir sowieso jetzt noch, dass ihr das fertig ist. Da müssen wir jetzt warten. Und dann würde ich aber schon mal sagen. Warte. Sammeln, Dankeschön. Wir knallen hier auch unten hier gleich nochmal 3 Stück rein. Okay, dann lassen wir die einfach hier 3 hier drin. Da haben wir schon fürs nächste Mal dann 3 Stück mehr. Das ist schon mal super. Und dann würde ich auch sagen, das war's für die Folge. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!